Herzlich willkommen zur Formula Student Germany 2014 hier am Hockenheimring. Ja, am Dienstag war es für unser Team so weit, dass wir nach Hockenheim gefahren sind und als erstes den Campingplatz bezogen haben. Anschließend brachten wir unser Auto in die Pit und stellten dort alles so bereit, dass wir für die nächsten Tage super gerüstet sind. Am Mittwoch ging es dann mit dem Scrutineering los. Im Scrutineering wird das Auto auf mechanische und elektrische Fehler untersucht. Natürlich fanden sie ein paar und deswegen mussten wir auch unser Auto noch ein bisschen modifizieren. Das Ganze zog sich bis Donnerstagabends. Donnerstags waren aber auch die Static Events: Design, Cost und Business. Servus und hallo, ich bin André. Und ich bin die Karina. Wir haben hier den Businessplan fürs Running Simulator Racing Team gehalten. Was mussten wir denn da machen? Wir mussten ein Konzept erstellen. Dies haben wir getan, indem wir das Projekt Pure vorgestellt haben. Wir wollen quasi Rennen in Parkhäusern veranstalten und davon mussten wir die Judges überzeugen. Das Ganze gelang uns gut. Wir haben den 17. Platz von 40 Teams errungen. Wir haben außerdem noch relativ hilfreiches Feedback für die nächsten Events bekommen, um uns noch weiter zu verbessern. Ja, nachdem wir jetzt etwas über den Businessplan erfahren haben, werden wir euch jetzt etwas über den Cost Report erzählen. Regina, erzähl doch mal, worum es eigentlich im Cost Report geht. Im Cost Report geht es darum, einen Special Task zu erstellen. Das ist eine Aufgabe, die von FS Germany gestellt wird und die muss dann bearbeitet werden. Das war dieses Jahr zum Beispiel ein Feuerlöschsystem zu erstellen und dann eben die Kosten vom Auto zu reduzieren und da Möglichkeiten anzugeben. Und im zweiten Teil wurden wir dann zu speziellen Parts vom Auto befragt, wie die hergestellt wurden und wie das sich dann eben auf die Kosten vom Auto auswirkt. Also kann man sich das so vorstellen, dass ihr zusammen mit dem Auto bei Judges steht? Genau, wir stehen zusammen mit dem Auto bei Judges und die Judges gehen dann zum Auto und wollen dann genaueres zu den einzelnen Parts wissen. Wie war dein Gefühl? Ich hatte ein relativ gutes Gefühl. Wir waren ziemlich gut vorbereitet, finde ich, und es hätte nicht besser laufen können. Super, das freut uns natürlich. Okay. Ja, Mani, als technischer Leiter liegt ja das Design so ein bisschen mit in deiner Verantwortung. Wie kann man sich so ein Design-Event vorstellen? Also das Design-Event ist im Prinzip das, wo jedes Team erzählt, wie sie ihr Auto konstruiert haben, getestet haben und welche Erfahrungen dass sie damit gemacht haben. Das Design-Event dieses Jahr fand ich ist sehr gut verlaufen. Durch unsere selbstentwickelten Motoren und so weiter hat es einfach einen großen Vorsprung oder hatten wir einen großen Vorsprung gegenüber den anderen Teams, auch von der Ingenieursleistung her. Und deswegen bin ich eigentlich relativ zufrieden mit unserem Design. Reagieren Judges auf Neuentwicklungen besonders gut? Ja, Neuentwicklungen oder Innovationen sind natürlich in der Szene oder Szene Formula Student sehr beliebt. Wie ist es den anderen gegangen? Den anderen ist es, glaube ich, ähnlich gegangen. Vor allem die Motorengruppe und die Fahrwerkgruppe, bei denen lief es echt gut. Und deswegen glaube ich wirklich, dass das Design dieses Jahr wirklich gut war, auch wenn wir nicht in die Finals sind. Aber das werden wir heute Abend sehen. Dann lassen wir uns mal überraschen, was das Running Snow Racing Team für einen Designplatz hat. Ich hoffe, wir konnten euch gerade ein paar interessante Eindrücke über die ersten Tage der FSG 2014 zeigen und morgen wird es mit dem Breaktest und dem Bosch Award weitergehen.